Wir haben uns das ja schon gedacht, dass da eventuell noch irgendwas kommt. Fritz hat hier ein Video hochgeladen, aber erst vor 3 Stunden. Deshalb warten wir jetzt noch und gucken uns das morgen an. Aber wir wollten uns ein anderes Video angucken. Und zwar war das seine, wartet mal, wo ist denn das? Wartet, 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 wartet. Nicht das, wo er geraged hat. Ah, genau, das ist die Behind-the-Scenes-Folge. Meine persönliche Meinung und Sicht zur Katastrophe vor der Aussetzung. Genau das hier. Da hat er irgendwie komplett geraged. Das ist nämlich die letzte Behind-the-Scenes-Folge, die letzte aktuelle Behind-the-Scenes-Folge, worauf er reagiert hat. Dann hat er komplett irgendwie. Also, ich hatte es ein bisschen mir angeguckt, privat. Und ich hatte es dann abgebrochen, weil ich hatte halt aufgeräumt und ich war fertig. Und ihr hattet mir unbedingt gesagt, ich soll mir das mit euch gemeinsam angucken. Deshalb gucken wir das dann halt jetzt gemeinsam. Und ich frage mich, weshalb Fritz so geraged hat. Denn, also, okay, ich kann es verstehen. Sein Spot, der war katastrophal. So, ne? Wie man. Das haben wir ja schon mitbekommen. Der war wirklich Katastrophe, Leute, einfach nur. Also, ich habe echt, also, Mitleid, weiß nicht, Mitleid. Aber ist auf jeden Fall sehr krass. Sehr, sehr krass. Lass mal hier reingehen. Gleich fällt der Hammer. Ich werde es gleich auflösen, wie die Situation eigentlich war, weil das ist einfach nicht die Realität, die hier gezeigt wird. Und ihr hattet gesagt, ich soll besonders Zack, wir zur standen jetzt alle. Hälfte ungefähr. Deshalb gehe ich bei der Hälfte rein. Ich weiß, es ist nicht komplett, aber ich meine, das Video geht über 1 Stunde. Und ja, ich würde es jetzt nicht komplett gucken, weil ich es halt einfach privat mir schon angeguckt habe. Schaut es euch auf jeden Fall an. Und ungefähr bei der Hälfte fängt er an zu ragen. Deshalb gehen wir einfach mal random hier rein. Let's go. Weil ab hier habe ich dann nicht mehr geguckt. Wenn ihr es natürlich komplett gucken möchtet, das ist eine Reaction, ne? Das ist, okay, let's go. Davon wusste ich tatsächlich nichts bis zu diesem Zeitpunkt, wo das gezeigt und erklärt worden ist, dass es diesmal solche orangen Briefkästen gibt, wo dann während der Zeit ein Team kommt, um diese Speicherkarten rauszuholen. Ja, cool finde ich das überhaupt nicht. Ich fand die Idee auch nicht cool, weil das halt irgendwie den Vibe komplett killt für mich persönlich, weil ich halt weiß, ah, okay, da kommt jetzt wer und so und naja. Und machen wir uns nichts vor. Ja, es heißt natürlich, du sollst da und da das Ding ranmachen und so weiter. Aber das kriegst du doch trotzdem mit. Also, weißt du, wenn da jetzt wer kommt, das hörst du doch, dass sie. Dschungelcamp-Vibes, oder? Also das von RTL, das Dschungelcamp. Siehst du doch. So, ja. Stell dir vor, du wirst mitten im Inland abgesetzt mit dem Heli. Naja, dann werden die Leute mit dem Heli kommen und die Speicherkarte rausholen. Riesen Tamtam. Ja? Bist du mit dem Boot am Ufer abgesetzt? Naja, dann kommt halt ein Boot. Das hörst du ja, das siehst du. Selbst wenn das 300 Meter irgendwo am Strand runter ist oder so. Da geht für mich persönlich aus Teilnehmersicht das komplette Feeling an der Stelle da leider verloren. Hätte ich so auch nicht gemacht. Aber wie ihr es ja schon mitbekommen habt, und ich werde es auch an jeder Stelle jetzt wieder erwähnen, dass ich Teilnehmer war an dieser Stelle und mit der Orga quasi und diesen Entscheidungen. Ja, nichts zu tun hatte. Wie das Ganze dann funktioniert hat oder nicht, werden wir sehen, falls es gezeigt und thematisiert wird. Ich kenne auf jeden Fall die ein oder andere Story dazu, aber die werde ich, wenn dann, zum jeweiligen Zeitpunkt. Also Isolation ist sozusagen flöten gegangen, will er damit anscheinend sagen. Crazy, okay. Ja, das ist ein bisschen blöd auf jeden Fall, aber ich kann es auch irgendwie verstehen, weil stell dich vor, irgendwie, keine Ahnung, die verlieren die Sachen und so. Und so ist sozusagen Datensicherung. Aber vielleicht auch eine Art Kontrolle. Keine Ahnung. Zeitpunkt droppen, weil ich mir vorstellen kann, dass die tatsächlich nicht gezeigt wird. Ich kann Oh! nur so viel sagen, ich bin davon nicht überzeugt von dieser Variante mit. Also, holt euren Tee schon mal raus. Das hat sich zumindest gerade so angehört. Prost! Irgendwelchen toten Briefkästen und hast du nicht gesehen, weil es einfach das Feeling kaputt macht. Ich glaube, das Ganze ist aus zwei Gründen gab es diese Entscheidung. Einmal, weil die quasi schon, also weil sie quasi im Zeitstress waren und während vor Ort schon anfangen wollten zu schneiden, wo ich so sage, ja, aber deswegen, wegen dieser ein oder wegen diesen 2 Wochen Schnittvorsprung,
da jetzt den kompletten Vibe eventuell von Teilnehmern zu killen, finde ich nicht cool. Die zweite Variante, der zweite Grund, soweit ich weiß, war, dass sie quasi Angst hatten, dass irgendwer alle Speicherkarten in seiner Gesamtheit verliert. Und so hast du dann zumindest schon mal so Backups. Ja. Wo ich mir denke, ey, hat in Staffel 1 und 2 auch funktioniert. Ja, ist so. Warum soll jetzt plötzlich da die komplette Speicherbox weg sein? So, keine Ahnung. Also keine Ahnung, wenn man beispielsweise nach 7 Tagen so, okay, ne, aber die sind ja dann 3-mal anscheinend gekommen, ne? Er hat ja gerade gesagt, 3-mal. Ja, ist schade, aber ja, also bei so einem Großprojekt kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ahnung, verstehen, ja, und ich glaube, der dritte Grund war, um auch eine Kontrolle zu haben und zu schauen, was machen die so, wie verhalten die sich, geht es denen gut? Ich glaube, das sind so diese drei Gründe, warum sie sich dafür entschieden haben. Aber das Ding ist bei der Kontrolle, was hätten die sonst anders machen können? Also, die können ja nicht nochmal kommen und sagen, jo, mach das und das anders, dann wäre es ja gescriptet. Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb, also klar, man kann gucken, jo, wie geht's denen und so, aber hat er in den vorherigen 2 Staffeln auch funktioniert? Aber ja. Ich persönlich halte davon nichts. Dass wir es sehen. Ja. Dann euch so nah wie möglich dran stellen, einmal den Code SD-Karte wechseln, okay. Bei uns ploppen die... Dazu musstest du dann auch noch über das Gerät die Location vom Briefkasten an das Orga-Team senden und ja, es ist... Ja. Koordinaten auf und das ist dann der Briefkasten. Stressig auch fürs Orga-Team, ey. Ab. Wir wissen genau, wo ihr den Briefkasten platziert habt. Jeden Tag, nein, wir... Jeden Tag. 4, 8, 12, genau. Das Upgrade auf 4812, was dann aber am nächsten Tag nochmal geändert worden ist, glaube ich, auf 369 oder so. Irgendwie so. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ursprünglich so war und dann aber irgendwie doch nochmal wieder verändert worden ist und naja. In 3 Tagen. Das ist genau das. Krass, schon an Tag 3 sozusagen dann. Was es gebraucht hat. Props an euch. Auf die Community gehört, auf die Creator gehört. Das wird aber ja, natürlich, was auf jeden Fall geil ist, da hatte ich aber auch meine Finger mit im Spiel von Anfang an. War dieses Thema Wildkameras und Camcorder. Ja, das weiß ich noch, das haben wir aber ganz am Anfang, direkt nach Staffel 2 schon gesagt, dass wenn wir nochmal was machen, das muss auf jeden Fall mit. Aber ich habe, wir hatten das irgendwo gehört, dass es nur Nachtsichtgeräte sein soll und irgendwo hatte ich das aufgeschnappt. Nur Hannah hat es anscheinend umgestellt, dass man das auch tagsüber sehen kann. Was ich ein bisschen schade finde, weil anscheinend hat dann nur Hannah sozusagen, ja, diese Tag, also wisst ihr, weil vielleicht war bei Hannah ja gar keine richtige Wildwechselbewegung und sowas, dann finde ich es ein bisschen schade, dass sie es anscheinend nur für Nacht eingestellt haben, weil anscheinend ging es ja auch tagsüber. Direkt im Anschluss folgt das Sicherheitsbriefing. Aber es ist auf jeden Fall sehr geil. Die Kandidaten unter anderem das Codesystem erklärt. Der Joe und ich, wir waren hier, haben erkundet eure Plätze. Da sprechen wir auch später nochmal drüber. Oh, ich bin gespannt. Wir wollen euch jetzt ins Sicherheitsgerät einweisen. Alle Geräte sind satellitenabhängig. Satellitenabhängig heißt, ihr habt nicht immer Kontakt. Ja. Die Kandidaten senden morgens und abends zu einer vereinbarten Tageszeit einen Code. Oh, hier geil in 3D und so. Green. Dieser bedeutet, sie sind noch wohl auf und wollen weiter teilnehmen. Bei einem Code Yellow besteht ein Problem, jedoch kein Notfall. Sie möchten die Teilnahme beenden. Bei einem Code Red besteht ein akuter Notfall. Die Teilnehmer müssen unverzüglich abgeholt werden. Wenn es euch nicht so gut geht und ihr wollt nach Hause, aber ihr seid nicht verletzt, ihr sagt einfach, nee, das ist doch nichts für mich, holt uns raus, ja, wir gehen lieber wieder ins Hotel, Party und, ja. Aha. Schützen, ja, online, aber trotzdem egal, ja. Ihr wart dabei, alles gut. Dann einmal mit Gelb. Ja, das heißt, euch ist nichts passiert, aber ist nichts für euch. Wenn sich jemand ein Bein gebrochen hat, sendet bitte rot, also wenn es wirklich akut ist. Dann werden wir auch nicht ganz entspannt ins Boot steigen, sondern wissen wir müssen Zeit ansetzen und schnellstmöglich bei euch sein. Genau. Ihr wisst selber, ihr habt die Verträge unterschrieben. Das kann etwas dauern. Wo hat er denn angefangen zu ragen, Leute? Wichtig ist, Fritz hat irgendwo 2-mal am Tag. Euch passiert angefangen zu ragen. Ja, ihr seid alle gut vorbereitet. Hier. Ob das natürlich jeden Tag sein wird, dass ihr jeden Tag den Bär sieht, das glaube ich jetzt weniger. Aber dass ihr möglicherweise auf einen stoßen könntet, die Wahrscheinlichkeit ist da. Kein Problem. Viel Erfolg wünsche, viel Spaß. Es ist wichtig, die Sicherheitsleute zu berühren. Ja, wirklich. Okay, wirklich. Danke.
Habt ihr ein gutes Gefühl wieder raus? Krass, habe ich beim ersten Mal gar nicht gehört, dass er es gesagt hat, mit dem Berühren. Perfekter Umdrehboost. Ich versuche mein Bestes. Euer Mindset ist. Was trainiert, du bist Bankdrücken. Wir sind schon im Modus. Du gehst nicht ins Fitnessstudio. Du kannst die wackeln. Du gehst ins Fitnessstudio. Muskeln anspannen, das kannst du genauso. Du gehst da irgendwo hat. Da hast du ein Fitnesscenter zu Hause. Bevor die Kandidaten endlich ihre Flasche füllen können, erfolgt wie im vergangenen Jahr ein letztes Mal. Das mit der Flasche war auch das ein riesen Hickhack und hin und her, weil eigentlich sollte das noch quasi in Vancouver in der Stadt in dem allerersten Hotel stattfinden, dann wurde das wieder verschoben, dann sollte es so gemacht werden, dann voll interessant, und, also Leute. Es war auch ein Riesen. Ich finde es voll interessant, auch so aus Teilnehmersicht diese ganzen Reactions sich anzugucken. So geil einfach nur. Aber besonders gerade von Fritz, weil anscheinend tut er ja da richtig krass ragen. Ihr hattet mir das alle so gesagt, so, oh mein Gott, du musst dir das angucken. Deshalb, let's go. Riesen hin und her. Biegen. Das ist auf jeden Fall Riesen hin und her gewesen. Das haben wir da schon gemerkt. Und anscheinend, genau, das hattet ihr auch gestern alle geschrieben, auf Freewee war das gar nicht mit dem Flascheninhalt drin. Also, und die hatten auf YouTube extra noch den Flascheninhalt, weil ich fand das, ich habe es ja nur auf YouTube jetzt gesehen, und ich fand es auf YouTube gerade mega geil, dass da so das dran stand, aber das hatte ich eher voll kritisiert, dass es nicht drin stand. Aber stand dran, voll geil, zumindest auf der YouTube-Version. Bis auf die Unterhose. Witzigerweise habe ich keine Unterhose an, was jetzt? Halt's Maul. Ich sitze hier ohne Unterhose, ja. Geil. Ach, Matra, einfach toll. Krank, du machst immer so eine Scheiße. Ich habe hier keine Unterhose mehr an. Der Typ kommt auch keine Unterhose mit. Für die drei Tage vorher, was mache ich jetzt ohne Unterhose? Ja, damit. 79,3. Und das ohne Kriterien. Es gibt ganz kurz ein bisschen. Es gibt, das wird, ich weiß, ne, das wird wahrscheinlich nicht in der Serie thematisiert. Aber das Sicherheitsteam, also einer aus dem Sicherheitsteam, hat tatsächlich einfach die Aussetzung quasi mit fotografiert, Stories, Film und sowas gemacht und das einfach online gestellt. Das kannst du dir nicht ausdenken, oder? Dass jemand, der quasi für die Sicherheit und den ganzen Kram zuständig ist, einfach das abfilmt, Fotos macht und was nicht und das einfach postet. Naja, hat ungefähr 3 Sekunden gedauert bis auf Reddit und alle wussten, wo wir sind. Und ich weiß, dass später irgendwie noch... Oh mein Gott, ich glaube, das ist sogar auf TikTok irgendwie viral gegangen. Ich hatte das, glaube ich, auch irgendwie auf der Dings, auf der For You, aber ich habe das alles halt oder? Oh, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, da war das schon mit Freebie bekannt und sowas und ich glaube, da ging das viral. Ich habe auf jeden Fall immer alles nicht interessiert, interessiert mich nicht, da ich nicht gespoilert werde. Ich bin die ganze Zeit auf nicht interessiert gedrückt, weil ich wollte einfach nicht gespoilert werden, weil ich es unbedingt halt mit euch auf YouTube gucken wollte. Och, aber das kann man sich echt nicht... Irgendeine Köchin oder so auch noch weitergemacht hat, obwohl es eine ganz klare Ansage gibt. Die Leute machen die Basics nicht. Die kriegen die ein... Also, nee. Also wirklich. Und das sind ja auch alles so Informationen, die du ja dann währenddessen und so weiter alles bekommst. Ja, oh, die ja auch was mit deiner Psyche machen. Stressig, ja, stressig. Ursprünglich mal deinem Projekt und so. Also wirklich. Bei. Ist gut. Weil dann ist sie wahrscheinlich... Ursprünglich. Okay, dann krass. Dann stimmen wir gar nicht weiter. Dankeschön. Krass. Danke. Und viel Erfolg in der Wildnis. Wir gehen jetzt zu Papa Platte und Reese. Krass. Wo ist die Waage? 82,5. Ja, sehr gut. Sehr geil. Hat der hier ein Elefantentattoo? Auf dem Arm? Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, und du stehst da nicht mal drauf. Mir ist irgendeine Narbe aufgefallen bei jemandem. Aber das Elefantentattoo ist mir nicht aufgefallen. Okay, krass. Boah, da hat da auch noch mal ein bisschen der Chinese reingehört. Der Chinese. Ja, okay, weil also ich will, wenn ich rauskomme, da... Ja, sag mal. Nee, also 10 Kilo Mann, müssen. Mann, Leute, ich hatte auf jeden Fall bei den Rage Part... Aber das, wo war das? War das hier? Das gibt's doch nicht. Kilo? Warte mal. In die Richtung hätte ich... Das kann nicht sein. Irgendwo hat er richtig geraged. Feuer zu machen. Oh. Oh. Das ist eine coole Werbung. Premium Gebrauchtwagen zum Spitzenpreis findest du bei Auto Hero. Entdecke. Hä? Ist ja eine völlige Lüge und Fehlinformation. Oh. Aha. Aber jetzt viel zu wenig gegessen heute, den ganzen anstrengenden Tag nichts getrunken. Boah, krass, überlegt. Vor der Aussetzung. Uff, stressig. Dicker Rauch liegt in der Luft. Keine.
Martin und ich wurden beim Biegen nicht gezeigt. Hm. Mit 12 Stunden vor der Aussetzung haben wir ein ernstes Problem. Krass. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hatten die nicht auch Reese irgendwie vergessen, mit reinzuschneiden? Stimmt, es wurde gar nicht jeder gezeigt beim Wiegen. Stimmt, die Mädels wurden auch gar nicht gezeigt und so. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und die hatten einfach Reese ja vergessen, mit reinzuschneiden bei der Vorstellung. Aufgrund der erneut verschärften Waldbrandsituation in Kanada ist es den Kandidaten nicht mehr gestattet, wie bisher geplant, mit Hilfe einer Buschbox Feuer zu machen. Hä? Ist ja eine völlige Lüge und Fehlinformation. Hä? Warte mal. Hä? Also, Moment. Nee. Das ist mir jetzt scheißegal, wen ich hier wo wie in eine Pfanne haue. Das regt mich schon wieder auf, weil das ist einfach faktisch eine Lüge, was jetzt hier gerade schon wieder für eine Scheiß verbreitet wird. Wie geplant mit der Buschbox? Es war überhaupt nicht geplant, mit irgendeiner Buschbox Feuer zu machen. Es war geplant und wir hatten die quasi das Einverständnis, die Genehmigung der First Nations nach den Informationen von der Produktionsfirma, die ich von denen erhalten habe, dass wir da ganz normal Feuer machen dürfen. Ganz normal Lagerfeuer. Wie man es kennt. Stecke, Bub, Zunder, Feuer, Abfahrt. Was für wie geplant mit Buschbox? Und dass sich da irgendwelche Regeln verschärft haben wegen irgendwelchen erneuten Waldbränden ein paar Stunden vorher, ist auch Quatsch. Die Information, die ich bekommen habe, ist, dass irgendwie die First Nations kalte Füße bekommen haben und uns die Genehmigung quasi irgendwie, diese anscheinend sich die Produktionsfirma nicht schriftlich geben lassen hat, weil das da alles irgendwie so halb, komm. Ich merke, wir sollten uns öfter die Reaction angucken. Übrigens habe ich mir vorhin, also privat, habe ich mir die Reaction von Joey Kelly angeguckt. Einfach, weil ich wissen wollte, wie er mit Jan Schlappen auch zurechtkommt und was er über den Spot von Fritz und Martin sagt. Weil ich bin, ey Leute, wirklich, ich bin so schockiert von diesem Spot. Wir haben das ja gestern, die erste Folge, angeguckt. Ich bin sowas von schockiert gewesen einfach. Ja, komm ich, The Fireman. Und deshalb habe ich mir das von Joey Kelly angeguckt, weil Joey ist ja auch so eine, also sein Skill-Level ist ja auch ziemlich hoch. Und er ist ja auch, ich wollte einfach wissen, er ist ja die ganze Zeit nur im TV gewesen. Was ist so der Unterschied zwischen TV und was er so dazu sagt, ne? Und er hat eine Reaction gemacht. Zieht euch sie rein, die ist echt gut. Also, ist schon süß. Auf jeden Fall war das voll krass, wie er das auch so Dschungelcamp auseinandergenommen hat. Und so seine Meinung dazu. Und ich glaube tatsächlich, weil ich habe ja die ganze Zeit gesagt, eventuell tut es bei Joey Kelly und Jan Schlappen richtig krachen. Aber ich glaube, die verstehen sich gut. Das ist voll gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Weil wenn die sich gut verstehen, dann krass. Aber wenn die sich halt nicht gut verstehen, dann Katastrophe. Ja, genau. Und was hatte Joey Kelly? Wie bin ich gerade darauf überhaupt gekommen? Auf jeden Fall hat er auch richtig coole Sachen auch nochmal, so Insider-Sachen und sowas gesagt. Ach so, genau. Und er fand das auch voll krass mit Fritz, seinem Spot. Er hat gemeint, dass da mega krasser Wildwechsel ist und sowas. Das ist schon heftig. Auch wenn speziell für Vancouver Island bisher die niedrigste Warnstufe gilt, eine neue Lösung muss her. Und das schnell. Jetzt passiert das Krisengespräch und es könnte sein, dass es abgesagt wird. Und Dominik schmeißt hier beide auf die Sachen. Freunde, das Stellen, das muss gemacht werden, ja? What the fuck? Die Flasche muss gepackt werden. Digga, die Stimmung ist gut. Auch noch, wenn das auch noch die eure Flasche fährt. Was? Ja. Ich mal anfangen. Warum soll ich anfangen? Das ist alles so krank. Trotzdem wisst ihr, was wir machen? Trotzdem raus, ja. Weil man hat für 14 Tage keine Termine, man hält die Fresse, man macht keine Story und wir fliegen alle auf die Bahamas. Oh, boah. Und die Bahamas hat Knossi direkt gesagt. Knossi. Steht alles unter keinem guten Stern. Das kann's nicht bringen. Das ist voll Katastrophe. Ich wollte nur sagen, ich bin gespannt, weil da fehlt gerade eigentlich noch ein ganz entscheidender Punkt. Oh. Da fehlt ein ganz entscheidender Punkt gerade im Storytelling, der eigentlich hätte vorher kommen müssen, weil diese ganzen Aussagen beruhen auf einem Punkt, der hier nicht genannt worden ist. Oh. Es sind so ungefähr 1000 Pizzen auf dem Weg hierhin. Echt, der Chef? Ja. Junge, keine Ahnung. Leo, weißt du, was du bist? Ein richtig geiler Mann. Die Fireband-Situation hat sich verschärft und die Lösungsansätze sind begrenzt. Es stehen erste Ideen im Raum, die keinem wirklich gefallen. Der Survival Spirit von Seven vs. Wild und oder die Aussetzung stehen vor dem Aus. Um eine Lösung zu finden, besprechen sich Team und Kandidaten in der Lobby. Alle ziehen eine Miene. Da fehlt ein ganz entscheidender Aber Punkt. Aber welcher? Der hier gerade für meinen Geschmack alles komplett verdreht. Alter, was ist denn das? Wollt ihr mich verarschen, Leute? Ich will warten, ob der jetzt noch kommt.
Aber theoretisch, rein vom Ablauf und von den gezeigten Szenen, kam der davor. Gehen vorbei. Schon viele wenige Tage erlebt, aber da bist schon einer der Top 3. Jan, Alter, du machst mir fertig. Wir hatten nicht mal zu dieser Situation, hatten wir nicht mal Wasser zu trinken, sondern nur irgendwelche komischen Softdrinks, Alter. Das war auch wild. Wann sind wir gebrochen? Und dann kommt die Aussetzung. Wenn alle komplett am Ende sind. Da sind wir doch schon links. Oder? Wie lange denn noch? Ich glaube, gleich fällt der Hammer. Ich werde es gleich auflösen, wie die Situation eigentlich war, weil das ist einfach nicht die Realität, die hier gezeigt wird. Oh. Das ist so verständnisegal. Wir sind endlich an den Punkt angekommen, Leute. Steckst du nicht drin? Für den Umgang mit Feuer gibt es unterschiedliche Tools. Unter anderem auch die Okay, jetzt haben wir uns alles angeguckt. Das hatten wir uns alles angeguckt. Schaut das Video. Heute Mittag. Also, jetzt magst du es kurz erzählen. Bei so ein kleiner Container, wo du halt Holz und reinmachen kannst. Also die Feuersituation haben wir uns alles schon angeguckt, Leute. Da fällt mir gerade noch eine ganz andere Sache ein, die wir später mal thematisieren können. Und ich schwöre euch, die wurde bisher mit keiner Silbe erwähnt. Aber die kann ich euch jetzt noch nicht sagen, aber es gibt noch so viele schöne Informationen. Die wir alle hören wollen. Feuer machen, wir können es ausprobieren. Es ist aber ein bisschen einfach ein Safety-Aspekt. Es gibt eine Ersatzführung und die ist sehr anti-survival-basis auf Gasbasis. Das ist das, was mir nicht ins Feld geführt. Ich frage mich halt nur die ganze Zeit, weshalb Fritz, er wirkt irgendwie richtig pissig. Also ich kann es tatsächlich verstehen, weil den Spot, den er bekommen hat, Alter, Leute, was ist das für ein Spot? Das ist kein Spot, das ist ein Wildwechsel. Einfach hätte, nur. Das ist das Einzige, was gerade auf dem Tisch liegt. Das ich würde mal generell interessieren, wie die Meinung der einzelnen Leute ist bezüglich irgendeiner Gassituation. Also ich sage es ganz ehrlich, für mich ist das absolute Vollkatastrophe. Gas raus. Wir sind halt okay, keine... Okay, wir spülen nochmal ein klein bisschen. Wir Freunde, also pass auf, fange jetzt schon mal ein bisschen an. Viele, viele Wochen oder ein paar Monate vor dieser Situation gab es einmal diese Geschichte mit dem Fireballen, bla bla bla. Was macht man, wenn es zu Problemen führt? Was gäbe es für Lösungen? Dies, das. Da ging es darum, dass ich dann quasi irgendwann diese Bushbox vorgeschlagen habe als absolute Notlösung. Im Sinne von, finde ich schon so oder so überhaupt nicht geil, aber eine Notlösung, die man anbieten kann. Dann hieß es aber irgendwann von wegen, ey, wir können Feuer machen, First Nations, ja, das ist da so ein Sondergebiet, das gehört denen, die können da so ein bisschen selbst entscheiden, so, die haben da ihre eigenen Regeln, bla bla bla, die müssen das entscheiden. Können wir machen. Das war die Information, mit der wir nach Kanada geflogen sind. Wir können ganz normal Feuer machen. So, und jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, der überhaupt nicht gezeigt worden ist. Ja? Wir haben das Kamerabriefing bekommen, wir haben auf der Fähre das Sicherheitsbriefing bekommen, bla, und so weiter. Und dann gab es noch ein anderes Briefing, was aber nicht anscheinend hier gerade nicht gefilmt und nicht gezeigt worden ist, wo ich hier sitze mit Marin und uns die Feuervariante präsentiert wird, wie wir uns jetzt, also wie das sein wird. Nicht, ey, pass auf, es gibt Probleme, wir müssen mal sprechen, sondern es gibt jetzt das Feuerbriefing. Und ich habe schon so, hä? Wie, was? Und dann wird uns ein Gasgrill gezeigt. Und zwar ein Scotty-Gasgrill, der hier mit keiner Silbe gezeigt oder erwähnt worden ist. Genau so, wie ihr es hier seht. Ah, das hatten wir bei den Naturensöhnen gesehen. Die hatten den doch irgendwie vorgestellt. Wisst ihr noch? Ach, krass. Deshalb hat er ja gerade gesagt, auch in dem Video, Gas ist für mich keine Option. Mit Gaskartusche, mit der Aufnahme, mit dieser Orangenpack wird uns aufgebreitet und uns erklärt, wie das funktioniert. Und ich gucke Martin an und ich gucke die Jungs an und ich so, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Was macht ihr da gerade? Ja, bla bla, können wir nicht anders machen. Alter, wo ist Fritz gerade? Warum sitzt bei ihm 30 Grad und sonnig? 24.11. Alter, bei mir hat Schnee am 24.11. gelegen und zwar Minusgrad. Seht ihr das da unten? 30 Grad. Wo ist Fritz auf Madeira? Oder wo ist er? First Nations funktioniert jetzt doch alles nicht. Das ist jetzt die Lösung, die wir haben. Und ich denke mir, 30 Leute, Grad, ey. Seid ihr geisteskrank? Seid ihr wahnsinnig? Deshalb hat er das auch gesagt mit dem Gasgrill. Brauchen keine doch da Option. Nicht anfangen, Seven vs. White Staffel 3 zu machen. Oh krass, in Kanada und keine Ahnung was. Und dann fangen wir an, mit einer orangen Folie hier loszuziehen und einem riesen Gasgrill. Und hast du nicht gesehen? Hier kannst du, also, wo, was? Wofür denn? Hä? Also, wenn wir über Survival, Bushcraft und alles mögliche reden, dann ist Feuer eins der Grundelemente. Das ist eine Säule, ja, ja. Und
nicht anzufangen, sich hier vielleicht mal einen Fisch drauf zu legen. Und daraufhin, ja, und dieses Briefing, ja, das ist quasi das, was wir gerade gesehen haben, ein paar Schritte zurück. Daraufhin gab es hier dann die Situation, wo wir hier im Gang standen, wo wir hier standen und darüber reden und bla und was machen wir und komplett am Arsch sind und ob das überhaupt stattfindet und als wir hier im Flur standen mit den Pizzen und so weiter. Das wurde gerade gar nicht gezeigt. Und das Ganze wurde nicht als eine, ey, wir haben eine Problemlösung und wir, was meint er und so, sondern es wurde präsentiert als, so, jetzt kommt das Feuerbriefing. So und so, hier ist euer Scotty Grill. Und hätte ich nicht gesagt, im Sinne von, sag mal, seid ihr irre? Damit zerstört ihr den kompletten Ruf aller Teilnehmer, damit zerstört ihr das komplette Projekt und wir machen uns einfach nur lächerlich des Todes, hätten die uns so ausgeschickt. Und was wahrscheinlich auch nicht gezeigt. Ehre. Campingurlaub. Zeigt Wunders, dass, also wie das halt auch auf deine Psyche schlägt, wie dich das halt auch fertig macht, weil du denkst, Leute, wollt ihr mich alle verarschen? Seid ihr alle. Und jetzt verstehe ich, weshalb er dann nochmal, weil, ganz ehrlich, Leute, in der ersten und zweiten Staffel, ne? Also klar, in der ersten Staffel war Fritz mega hyped und sowas aus dem Projekt. Und irgendwo hat er recht. Er hat vollkommen recht. Nicht irgendwo hat er recht. Er hat vollkommen recht. Das ist Campingurlaub. Alter, kann sogar so eine Blondine wie ich mit pinkem Hintergrund. Okay, vielleicht nicht an Fritz sein Spot. Ne? Aber überlegt euch, er hat die ganze Zeit dieses mit so einem Mist-AK-Thema, dann Scotty-Grill-Thema und Busch-Feuer-Thema und das alles so prasselt auf ihn ein. Na, er ist ja auch nur ein Mensch, er ist ja keine Maschine oder sowas. Ich frage mich immer noch, wo er ist mit 30 Grad, ne? Aber, anderes Thema. Auf jeden Fall kommt er dann und seine Mimik ist komplett gefallen. Wisst ihr noch, als ich gestern gesagt habe, oh mein Gott, er ist richtig schockiert. Das ist nicht irgendwie gespielt oder sowas. Der ist richtig geschockt. Und er denkt sich wahrscheinlich auch wieder einen Moment, wollt ihr mich komplett verarschen? Das ist genau so ein Moment. Weil ich finde Fritz sein Spot, ich finde das, also Fritz und Martin sein Spot. Real Talk? Wollen die den verarschen? So, hä? Alter, das ist, haben die da, ich frage mich wirklich so, wie sind die bei der Spot vor, also als sie diese Spots ausgesucht haben, ne? Also die Locations. Wie sind die da vorgegangen? Haben die sich das wirklich angeguckt? Wo die beiden da, es kann ja nicht sein, dass, also ich meine so gerade so dieser Trampelfahrt, ne? Wo diese eine Fußspur war. Mich wundert es, dass nur eine Fußspur war. Ne, weil, also, das ist ja ein richtiger Trampelfahrt da. Weil er hatte ja auch gesagt, oh, wartet mal, das Standbild ist total komisch. Todesunfähig, ja. Genau, er sieht auch nicht besser aus. Ach, tut mir leid, Fritz. Auf jeden Fall, ich finde es sehr krass, dieser Trampelfahrt ist jetzt nicht irgendwie erst von heute auf morgen entstanden. Und auch nicht wegen Ebbe und Flut kann man das argumentieren. Das ist... Also so ein Trampelfahrt entsteht ja und er hatte ja gesagt, wie dicht das ist und er hatte sich richtig lange vorgeschlagen, bis man, wo er da, wie dieses Photoshop-Bild gefühlt, irgendwo mitten in diesem grünen Zeugs da steht. Und er hat gesagt, er hat da wirklich lange hingebraucht, ne? Weil das so dicht ist. Und das ist wieder so eine Situation, wo ich mir denke so, what? Alter. Also Fritz und Martin tun mir in der dritten Staffel richtig leid, muss ich wirklich sagen. Das ist sehr krass. Standbilder sind nie gut. Sehe dein Meme-Kanal. Was das quasi mit deiner Psyche macht. Und ihr könnt gerne mal Martin fragen. Der war nach dieser Aktion mit dem Scotty-Grill. Und wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, wenn ihr uns mit dem Scotty-Grill rausschicken wollt, mit der Gerät hier, dann können wir es lassen. Dann können wir morgen alle nach Hause fliegen. Mach ich nicht. So. Daraufhin war Martin, glaube ich, irgendwie dreimal kotzen. Hat sich einfach mehrfach übergeben, war übelst fertig mit den Nerven, weil dachte, Alter, was ist das hier für ein fucking Fiebertraum, den wir hier durchleben? Besonders, Martin war ja bei der zweiten Staffel nicht dabei. Er kennt es nur von der ersten Staffel und er weiß, boah, wie geil das damals war. Und jetzt auf einmal Großproduktion, so eine Katastrophe. Und er fragt sich wahrscheinlich so, Digga, weil er hat ja den Vergleich, wisst ihr? Oh no, der Arme. Und ja, dann ging es quasi darum, das, was da irgendwie passiert ist, wieder auszubaden. Und dann haben die halt gesagt, so, ja, okay, dann müssen. Weil ich auch gesagt habe, ja, ey, wenn sich jetzt hier alles zuschärft und es eigentlich hieß es, wir sollten normal Feuer machen können, warum kommt ihr jetzt plötzlich mit einem Gas-Scotty-Grill um die Ecke? Also, oh, wir gucken mal weiter.
Das in der Verlosung, das wäre die Aussetzung einen Tag verschieben. Das gilt natürlich für alle. Genau, dann, ihr müsst überlegen, das hier, ne, ist nach diesem ganzen, nach diesem ganzen Tag mit dem, wir machen jetzt noch Waywatching, Wartet, ich sitze davor, guck mal, dieser Blick. Oh, wartet. Wir sind im ganzen, nach diesem ganzen Tag mit dem, wir machen jetzt noch Waywatching, So ein richtiger, wollt ihr mich eigentlich veräppeln, Blick, oder? Wir sind im kompletten Jetlag, wir stehen nachts um vier auf, wir haben nicht mal mehr Wasser normal zu trinken, also hier gab es dann, glaube ich, hier wieder welches. Wir sind auch in unterschiedlichen Hotels untergebracht, komplette Orga und komplette Teilnehmer sind in unterschiedlichen Hotels, sodass du auch teilweise gar keinen gesehen, erreicht hast und nicht mal kommunizieren konntest. Du hattest keine Ansagen, du wusstest nicht mehr, wann ist jetzt eigentlich was, passiert jetzt noch was, gibt es irgendwie eigentlich auch noch was zu essen, wie geht das jetzt weiter, sollen wir eigentlich noch unsere Flasche packen oder... Was ein Chaos. So, ne? So ging der Spaß hier weiter. Oh mein Gott. Gleich. Und das ist das, was wir jetzt machen. Wir arbeiten da fieberhaft dran, wir werden nicht viel schlafen. Und du weißt, dass du eigentlich. Guck mal hier. So, da, das ist meine Stimmung. Fix und fertig. Und Marlin, sein Gesicht kannst du, glaube ich, auch ganz gut einschätzen. Ja. Und du weißt, dass eigentlich jetzt diese letzte Nacht kommt, wo du nochmal einen erholsamen Schlaf. Guck mal. Er sieht auch nicht sehr, sehr begeistert aus. Oh Gott. Schlaf willst, damit du dann in das Projekt auch nicht reinstarten willst. Die Situation stellt alle vor eine große Herausforderung. Jetzt verstehen wir nicht, was du mit dem Orga-Abfuck meinst und das sehe ich jetzt nur 30%. Das ist nur der Anfang, Leute, glaubt mir. Das ist nur ein kleiner Bruchteil, den ihr gerade mitkriegt. Wir entscheiden uns, die Sicherheitsmaßnahmen zu erweitern und erheblich zu verstärken. Neben der Buschbox erhalten alle Kandidaten Kohlebriketts. Sie entzünden mit gesammeltem Brennmaterial ein Feuer. Die Briketts helfen, die Hitze zu nutzen, jetzt jedoch die Flamme alles so klein wie möglich zu halten. Schaut in die Direction Feuer darf zudem rein, nur in Wassernähe gemacht werden. Ich dreh durch, Leute! Ey, das kannst du keinem erzählen, Alter. ...werden und muss vor dem Schlafengehen gelöscht werden. Zusätzlich erhält jedes Team einen Outdoor-Feuerlöscher. 3 Tage nach der Aussetzung wurde die Feuerwarnstufe wieder runtergestuft. Zur Sicherheit haben wir trotzdem alle Vorkehrungen beibehalten. Jeder, der draußen unterwegs ist und mit einer Buschbox aktiv ist, ja, und selbst im Buschkraftbereich eine Buschbox nimmt, weil er sagt, ja, okay, ein bisschen kontrolliertes Feuer, alles gut. Was hat er nicht dabei? Kohlebriketts. So, sie kriegen Kohlebriketts, sie entzünden. Mit gesammeltem Brennmaterial ein Feuer. Die Briketts helfen, die Hitze zu nutzen. Die Briketts helfen, die Briketts helfen, die Hitze zu nutzen. Jedoch die Flamme so klein wie möglich zu halten. Also entweder wir machen hier eine ehrliche und offene Kommunikation oder wir machen halt hier irgendwie Fernsehen. Also pass auf, ich kann euch sagen, wie mir persönlich diese Lösung verkauft worden ist. Und da ging es um rechtliche Sachen und bla bla bla. Obwohl ich mittlerweile auch nicht mehr weiß. Weiß, ob das stimmt oder nicht. Aber hier diese Briketts. Also wir haben ja auch hier einen Ofen, ne? Aber werden Briketts nicht dafür nur genutzt, um Wärme länger anzuhalten? Also länger das Feuer anzulassen? Weil wenn man beispielsweise schlafen geht und man hat das Feuer halt noch im Ofen und es soll halt noch so ein bisschen wärmen, dann machen wir immer die Briketts rein. Das ist doch einfach nur zur Wärmespeicherung sozusagen, oder? Also dass es länger halt das Feuer an ist. Oder? Bin ich jetzt komplett falsch? Wem ich da wo wie was glauben kann. Aber es hieß, ja, dass wir eine als, wir haben eine Variante, wir haben 2 Varianten. Entweder wir brechen das Projekt jetzt an der Stelle ab. Nein. Und scheißen alle komplett rein, weil wir keine Lösung finden. Oder es gäbe wohl eine Lösung, die so eine Grauzone ist. Und die Grauzonenlösung sah wie folgt aus. Wir kriegen die Buschbox, kriegen dann Kohlebriketts, packen ein Kohlebrikett da rein und nehmen jetzt Holz als Anzünder für die Kohle. Weil dann haben wir nur einen Grill. Wisst ihr, was ich meine? Das war der Gedanke dahinter, der mir verkauft worden ist und den ich dann auch so weiter an alle Teilnehmer getragen habe. Könnt ihr sie gerne fragen, ob die das noch so in Erinnerung haben oder nicht. Hier werden die Kohle, hier heißt es, die Kohlebriketts sind dafür da, dass die Flamme, Hitze... Warte, Alter, was? Nein. Es wurde so gesagt, dass wir diese Kohlebriketts da reinmachen, pseudomäßig, im Sinne von, ey, dann ist das so ein bisschen, ne? Dann ist es ein, dann ist es ein Grill. Es ist kein offenes Feuer, es ist ein Grill. Wo ich dann gesagt habe, ey, okay, wenn das die Lösung ist, ist mir scheißegal. Dann zünde ich hier ein richtiges Feuer drin, pack da mein... Was ist der Unterschied zwischen einem offenen Feuer und einem Grill? Weil ich meine, das ist doch beides. Das offene Feuer ist hier drin und der Grill ist auch da drin. Oder bin ich komplett lost? Ein Kohlestück rein. Wenn wir damit safe sind, okay, machen wir das. Und ich werde jetzt eine Sache noch raushauen. Ja.
Freunde. Weil mir das wichtig ist und weil es mich auch übel abgefuckt hat und weil ich das Gefühl, und weil ich zu 99,9% davon ausgehe, dass es nirgends gezeigt wird. In diesem Sack, den wir auch in Staffel 1 und Staffel 2 hatten, wo die Flasche drin ist, wo dein Schlafsack drin ist, wo der Feuerlöscher drin ist, die Buschbox, Grillkohle, GPS-Gerät und sonst was. Wisst ihr, was noch in diesem Sack drin war? Also, sagen Sie gleich? Nee, ich meine keinen Feuerlöscher. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was die da noch reingepackt haben. Und davon wusste ich nichts. Was die da reingepackt haben, zusätzlich wusste ich nichts. Oh mein Gott, lass mal in den Kommentaren raten. Was haben sie da reingepackt? Was haben sie reingepackt? Hygieneset? Das ist ja fast wie eine Überraschungsbox, oder? Geil. Habe ich erst gesehen, als ich vor Ort an meinem Spot mit Martin diesen Packsack ausgepackt habe. Grillanzünder. Da war einfach ein f***ing Beutel Grillanzünder drin. Und ich stehe an meinem Spot, packe das aus mit Martin zusammen. Ihr könnt auch alle anderen fragen. War genau so. Und denke mir so, Grillanzünder, wer hat euch ins Hirn geschissen? Wer hat dort Grillanzünder reingepackt? Und da könnt ihr aber überlegen, was das mit einem Feeling macht. Was das mit deinem Kopf macht. Was das mit der Gesamtsituation macht. Immer dieses teuflischen Engelchen. Sollte ich es jetzt verwenden oder eher nicht? Safe ich jetzt verwendet. Real Talk, ich jetzt wahrscheinlich verwendet. Es geht ums Überleben, Leute. Wenn du dann da ausgesetzt in der Wildnis bist und keine Ahnung was und dann packst du dein Ding aus und denkst so, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, wer kam auf die Idee, dort Grillanzünder reinzumachen und einfach so random und das vielleicht auch, darüber haben wir doch nie gesprochen. Wir haben doch darüber gesprochen, dass wir sagen, okay, wir nehmen dieses Schlupfloch und sagen, wir nehmen die Buschbox, packen da pseudomäßig so ein Grillding rein, okay, meinetwegen, ist gerade noch so. So, dann können wir wenigstens auf jeden Fall was machen, müssen nach Hause fliegen. Haben die da einfach Grillanzünder reingepackt. Da bin ich komplett vom Glauben abgefallen. In dem Moment. Und wie gesagt, das war ja nicht mit mir abgeklärt, das war nicht abgesprochen, das war in keinem Briefing erwähnt. Das Zeug war einfach da drin, in einer extra Tüte. Und ihr müsst überlegen, ich komme da mit Martin an, packe das aus und denke mir dann auch so, wow, cool. Also da sind jetzt 6 weitere cool. Teams draußen, die jetzt noch einen Beutel voll Grillanzünder dabei haben. Ja, chillig. Cool. Naja, und ich weiß auch, dass mich das Orga-Team und wahrscheinlich auch alle anderen, die da mit drin hängen, jetzt dafür hassen werden, dass ich das hier öffentlich mache. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich kann sonst nicht in den Spiegel gucken. Ich bin nicht der Typ dafür, ich kann das nicht. Und da nehme ich lieber irgendeine Hasswelle von irgendwelchen Leuten auf, mir ist mir auch scheißegal, aber ich kann da einfach nicht schlafen gehen. Ich krieg da kein Auge zu. Grillanzünder, was ist da alles drin? Da hätten die gar keinen Feuerstahl und sowas mitnehmen müssen, oder was? Wenn ich merke, dass wir hier das Behind the Scenes gucken und dann einfach so eine Scheiße erzählt wird. Team einen Outdoor-Feuerlöscher. 3 Tage nach der Aussetzung wurde die Feuerwarnstufe wieder runtergestuft. Zur Sicherheit haben wir trotzdem alle Vorkehrungen beibehalten. Diese Buschbox-Geschichte ist meiner Meinung nach eine Sache, die... Oh, das macht mich irgendwie gerade traurig, Leute, das anzugucken. Wisst ihr was? Weil das macht mich irgendwie gerade traurig. Es verliert ja auch so an Glaubwürdigkeit. Wisst ihr, wie ich meine? Findet ihr nicht auch? Das verliert jetzt irgendwie gerade so ein bisschen an Glaubwürdigkeit. Finde ich irgendwie ein bisschen traurig. Ja, ich hoffe, dass es nicht so weitergeht, sondern dass es noch cool bleibt, aber irgendwie verliert es gerade bei mir an Glaubwürdigkeit. Ich kann wirklich, ey, wir achten darauf, es ist super wichtig, dass kontrolliert ist. Aber es ist wichtig, trotzdem Zunder sammeln, muss das Feuer suchen und so. Man muss Zunder sammeln, außer man hat Grillanzünder in seinem scheiß Packsack. So weiter, das wäre eine Option, muss ich sagen, ist völlig fein, weil du hast einfach, ich meine, ihr in eurem Vorbereitungsstream hattet halt auch einen Schaden und so weiter, ist auch völlig fein. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber meine Lösung, wo ich gesagt habe, ey, das Einzige, was wir wirklich machen könnten, wäre halt diese Buschbox. Nur dieser reine Metallcontainer, diese kleine Klappbox, wo ich gesagt habe, ja, das ist nicht so cool, wenn du jetzt natürlich schon ein richtiges offenes Lagerfeuer hast. Und ich meine, ihr kennt es aus meinen ganzen Videos, aus meinen ganzen Touren. Das ist geiler. Aber in der Buschbox ist auch schon irgendwie okay. Aber wir brauchen nicht anfangen mit einem scheiß orangen... Also so ein Scotty-Grill, das ist schon echt krass. Besonders, überleg mal, stell dich vor, ihr seid Teilnehmer und ihr seid gerade so davor, ja, der Rage-Fritz, ja, genau. Ihr seid gerade so davor bei der Aussetzung und ihr müsst euch, also ihr seid nur Teilnehmer. Seven vs. Camping. Ja. Wisst ihr, ich stelle mir das auch als Teilnehmer einfach richtig stressig vor. Also klar, Fritz ist eigentlich auch mehr Teilnehmer jetzt. Er hat ja auch gesagt, er will da weniger mit der Orga zu tun haben und sowas.
Na, aber Fritz ist so eine andere Person, sag ich mal. Aber wenn du jetzt einfach noch nie dabei gewesen bist, wie beispielsweise die Naturensöhne, ne? Die saßen da vorhin, ich weiß nicht, hier, da saßen die Naturensöhne ja da, ne? Und die waren total auch so, boah, krass, okay. Wisst ihr, weil das ist ja eigentlich Orga, was sozusagen davor eigentlich schon organisiert hätte sein sollen und nicht irgendwie 2 Stunden vor Aussetzung gefühlt. Ja. Klappgrill mit einer Gaskartusche. Wir brauchen auch nicht anfangen mit irgendwelchen, keine Ahnung, Grillanzünder. Und die Sache mit der Kohle war, wo ich dann gesagt habe, also diese Sache mit der Kohle, ne, müsst ihr euch vorstellen, habe ich am nächsten Morgen am Frühstückstisch, beim Frühstücken, als Lösung präsentiert bekommen. Überlegt. Und uns war klar. Seine letzte Mahlzeit höchstwahrscheinlich. Letztes Frühstück. Oh mein Gott, stressig. Also im Endeffekt war klar, entweder ich sage jetzt, okay, pass auf, dann lass uns auf dieses Kohlending ein. Ja, dann macht jeder normal Feuer, jeder macht Zunder, jeder macht seinen Feuerstahl, keine Ahnung, Feuerzeug, wie auch immer. Und packt halt dann einfach diese scheiß Kohle da rein. Juckt doch keinen. Können wir offen ehrlich kommunizieren, ist dann so, juckt aber keinen. Mach sein Feuer wie sonst auch, legst ein Stück Kohle rein, scheiß drauf. So, da habe ich gesagt, okay, das ist eine Lösung, die finde ich scheiße, sage ich euch ganz ehrlich. Ich mag die nicht, aber es war die einzige Lösung, die funktioniert hat, wo ich gesagt habe, okay, ehe wir jetzt die komplette Staffel abbrechen und alles in die Vollkatastrophe läuft und alle nach Hause fliegen und wir gar nichts haben, dann legen wir halt dieses kleine Stück Kohle da rein, scheiß drauf. Das war die Lösung, auf die ich mich eingelassen habe. Das war Camping. Das Camping-Set. Grillanzünder. Schon krass. Das muss aber ganz schmal so, weil man, es gibt eine Lösung, die aber gangbar ist. Ich bin da arbeiten. Ja? Ja. Das ist das lässigste Behind the Scenes, was ich getrieben habe. Ja, das ist voll gut. Und was ihr zum Beispiel auch nochmal, um euch ein bisschen in die Psyche reinzuversetzen, denken müsst, klar, die Leute, die hier sind, die haben sich auch lange drauf vorbereitet und ich meine, du siehst ja anhand der Gesichter, ne? Ja, ja. Außer bei Omar, der feilt sich gerade da. Klassenfort-Feeling. Aber du siehst ja anhand der Gesichter schon, was hier gerade generell für eine Stimmung ist und anhand der Körperhaltung. Ja, ich wollte gerade sagen, besonders die Körperhaltung. Guck mal, er ist beispielsweise komplett dagegen, ne? Dieses, ne. Oder auch der Gesichtsausdruck so, Digga. Dafür bin ich jetzt hier oder was? So, wisst ihr, wie ich meine? Bei dem ist so richtig gerade so, jo, er freut sich da gerade nicht drauf, wisst ihr? Und finde ich traurig. Aber ihr müsst euch ja noch überlegen, ob du halt Teilnehmer von einem Projekt bist und das mal so ein Ding ist, was du mal mitmachst und dann gibt es das nächste Projekt. Oder ob du jemand bist, der gefühlt seinen Kopf dafür hinhält und Verantwortung abgibt. Und sag, pass auf, wir machen was Größeres draus. Aber natürlich kann ich größere Sachen nicht alleine. Das heißt, ich brauche Menschen. Ich brauche Menschen, auf die ich mich verlasse und so weiter. Ja, Leute, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert. Und das kannst du ja vorher nicht wissen. Woher sollst du es vorher wissen? Kannst du nicht. Das gab es vorher so noch nicht in der Konstellation, in der Größe und so weiter. Ist ja keine Sache, jetzt ein Team, was du mit dem seit 10 Jahren Projekte machst und jetzt kommt halt das 11. Jahr und so, worauf du zurückgreifst. Das ist alles neu. Für alle Beteiligten auch. Und wie gesagt, mir geht's auch tendenziell, um das hier auch nochmal zu sagen, mir geht's nicht darum, irgendwie jetzt das Orga-Team anzuscheißen, ja. Aber ich finde es richtig gut, dass Fritz so ehrlich ist, ne? Auch wenn ich natürlich über viele Entscheidungen nicht dahinter stehe und nicht damit zufrieden bin und die Entscheidung anders getroffen hätte. Was mich gerade eher aufregt ist, dass hier halt einfach etwas suggeriert wird, was einfach so nicht war. Ja, natürlich ist das, was hier gezeigt wird, ist die Wahrheit zu 70%, zu 80%. Aber da fehlen noch ganz entscheidende 20%. Und diese ganz entscheidenden 20% machen aber halt was mit deiner Psyche. Ja? Und wenn du das halt als Zuschauer aber nicht weißt, dann raffst du den ganzen Gesamtzusammenhang nicht. Eine Lösung ist gefunden. Jetzt muss nur noch die Flasche gefunden werden. Nee, es ist überhaupt keine Lösung gefunden zu dem Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt gab es überhaupt gar keine Lösung. Ist auch eine absolute Fehlinformation, weil jetzt wird nämlich gesagt, dass es eine Lösung gab und jetzt gehen alle entspannt schlafen. Nee, überhaupt nicht. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine Lösung, sondern es hieß, sie probieren jetzt irgendwie über Nacht noch eine Lösung zu finden. Müssen wir mal gucken. Wir treffen uns morgen beim Frühstück und schauen, wie es weitergeht. Und vor allem zugehen, denn nur dann darf sie somit in die Wildnis genommen werden.
so diese letzten 48 Stunden, wo man denkt so, ich will, dass es losgeht. Ich will in den Ring, ich will, dass die Glocke klingt, ich will, dass es angepfiffen wird. Im Endeffekt weißt du, ich habe jetzt noch... Aber im BTS kann man auch nicht offiziell erklären, wie man Vorschriften mit einem Kohlestück umgangen hat. Mir wurde nicht gesagt, dass man das damit umgangen hat, sondern dass man damit quasi eine Grauzone hat und das quasi rechtlich okay wäre. Ja, wenn man mir das so sagt, dann sage ich das jetzt ja auch. Dann ist doch das aber auf der Grundlage, auf der wir arbeiten. Ich fange doch nicht an, jetzt hier auf irgendein riesen Lügenkonstrukt mehr aufzubauen und mir irgendwas hin und her zu wursteln. Und bin ich nicht der Typ für, mache ich nicht. Sorry, da müsst ihr euch irgendwelche Fernsehheinis holen, die nach euren Skripten da arbeiten. Da seid ihr bei mir an der falschen Adresse. So. Ich sag so, wie es war. Und wenn es mich abfuckt, sage ich es auch. Und wenn ich dann merke, dass quasi ja noch Sachen anders dargestellt werden, als sie eigentlich waren, ja, dann ist okay. Dann macht das gerne im Behind the Scenes so. Und dann sind meine Reactions halt dafür da, um dann doch nochmal die 20% extra Informationen zu erzählen. Ja. Nach 48 Stunden. Und deshalb haben wir uns das gerade angeguckt, Leute. Weil ich habe mir gesagt, ich muss hier reingucken, weil, Alter, crazy. Einfach via Rage ist schon krass. Also, sonst ist es ja eigentlich erst ab hier, ne? Schon krass. Also ab dieser Folge. So, und wir werden noch Briefings haben. Und es wird jetzt nochmal alles vorbereitet. Und Kamerakit und Erste-Hilfe-Briefing. Du bist aber eigentlich an dem Punkt, wo du sagst, komm, Zeit, vorbei, vorbei, vorbei. Du willst eigentlich noch raus. Und es wird immer schlimmer, schlimmer und schlimmer. So, es zieht so jetzt endlich. Es soll endlich losgehen. Zeigen die jetzt die Flaschenhalter, also quasi... Ja, hier und da sicher noch ein paar Lufträume, aber die werden mit Salz gefüllt. Genau. Na, für die ganzen Fische, die wir fangen natürlich. Ja, also dieses Thema mit der Flasche und was ist da wie wo drin und ja, ist glaube ich generell ein bisschen schwierig. Wie macht man das? Das kostet natürlich auch super viel Zeit und so weiter. Realistisch gesehen wird sie, also machen wir uns nichts vor, das liest sich keine Sau durch. Da gibt es 5 Leute, die das vielleicht sich mal kurz durchlesen oder so. Digga, ich habe das Gefühl studiert. Ich habe sogar Screenshots gemacht. Der sagt, das liest sich keiner durch. Digga, was? Wait a second. Warum bin ich die, die sich das durchliest, wenn man sich das gar nicht durchliest? What? Gehöre ich jetzt zu den uncoolen Kids oder was? Aber machen die meisten nicht. Ich bin gespannt, wie es wirklich dann in der Serie an sich gezeigt wird, weil ich meine, schon so von irgendwelchen Kommentaren gelesen zu haben. Auf Freebie wurde es ja gar nicht gezeigt, habt ihr in den Chat geschrieben. Aber auf YouTube wurde es gezeigt, also ich fand's cool. Und anscheinend hattet ihr auch geschrieben, auf ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Freebie wurde auch nicht so viel gepiept. Auf YouTube wurde mehr gepiept. Dass die Flasche welche Unterschiede? Gar nicht thematisiert wird irgendwie. Genau, auf Freeway gab es das nicht. Boah, Alter, wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Freeway. Digga. Amazon. Können wir einfach Amazon dazu sagen? Digga. Ziemlich lost, weil das Namen. Ist ja irgendwie schon das Grundkonzept. Freeway. Habe es direkt gelesen, bei einigen war es falsch. Nein. Ich habe es natürlich nicht kontrolliert, ne? Ja, du hast ja auch den kompletten Zusammenhang, verstehst du ja auch nicht. Jetzt steht hier Gewindestangen. Seht ihr jetzt gerade nicht, aber hier unten da drunter steht Gewindestangen. Ja, kannst ja nichts mit anfangen. Ja, das hatte ich tatsächlich auch teilweise. Da hatte ich euch ja auch gefragt, was war das noch? Und wir hatten die Videos geguckt damals, wisst ihr noch? Hanna hatte es auf ihren Insta-Kanal korrigiert. Ihre Flasche oder was? Nein, ihre Flasche war auch falsch, also der von dem Mädels-Team. Er fragt mich, warum es überhaupt Unterschiede gibt. Ist doch nur Mehraufwand. Ja, mich fragt, also okay, gut, bei YouTube kann ich es verstehen, wegen den Rausgepiepe und sowas, ne? Einfach weil bei Amazon gibt es sowas nicht, das wegen Algorithmus und sowas, ne? Dass einfach der CPM halt nicht runtergeht, ne? Das kann ich schon verstehen. Aber dass es den Unterschied gibt, dass die Flascheninhalte beispielsweise aufgelistet sind, das finde ich schon krass. Das finde ich irgendwie nicht so cool, dass es auf Freebie dann nicht so ist. Weil die sind ja dann voll verwirrt irgendwie. Also ich habe es halt Real Talk, ich habe es mir wirklich durchgelesen. Gewindestange wurde benötigt, um die Säge zusammenzubasteln. Ah ja, stimmt, da war noch was. Ja genau, ich erinnere mich. Ja genau, es gab damals Kritik. Ja, ich weiß, das hatte ich mitbekommen.
CPN, Click per Million. Wir versuchen gerade, wirklich das Unmögliche möglich zu machen. Noch nie so gut bepackt gehabt. So. Nee, wird nicht thematisiert. Also ganz ehrlich, wenn in der ersten Folge, wo unabhängig von Behind the Scenes, was ja auch auf Amazon lief, nicht als das Grundprinzip erklärt wird, dass die Leute eine Flasche haben und diese mit allen Dingen füllen konnten und das in keinem Satz irgendwie erwähnt wird, das wäre schon ziemlich lost. Weil das ist ja das Grundkonzept der Staffel. Erklärt ja, aber nicht gezeigt. Ja gut, aber ja, das kann ich aber wiederum verstehen. Wenn es erklärt wird, dann ist ja gut. Dass es nicht gezeigt wird, naja, das kriegst du zeitlich nicht rein. Also das kann ich... Okay, Leute, stimmt, das ist ja vor 6 Tagen. Gestern kam das ja, also bis vorgestern kam es ja erst raus. Wir sind nicht angemeldet, deshalb können wir gerade keinen Daumen nach oben geben. Aber da habe ich schon Daumen nach oben gegeben. Unbedingt Daumen nach oben geben, Leute. Das hatten die in der Staffel 1 ausgemacht, wo die Teilnehmer ihre Gegenstände erklärt hatten. Von Joey und Jan hat man es nie zusammen erfahren. Hä, was? Doch. Ja, die Liste, die haben halt so eine Liste. Ja. Ich verstehe, weil da sind ja teilweise so viele Sachen drin. Aber meiner Meinung nach hättest du es dann halt, und das war ja sowieso ein Hickhack mit dem Flasche hin und her. So, das sollte ja eigentlich schon vor 3 Tagen gepackt werden und bla und hin und her. Ich glaube, was cleverer gewesen wäre, so wenn ich jetzt den kompletten Ablauf mit wer dreht, wann, was, wann, wie geplant hätte. Jedes Team kriegt irgendwie gefühlt einmal einen Tisch, da breiten die den kompletten Inhalt der Flasche auf. Das wird einmal nebeneinander gelegt und ja, dann wird einmal im Schnelldurchlauf. Genau, kurz mal so drüber gefilmt. So habe ich mir das auch ehrlich gesagt vorgestellt irgendwie, aber ja. Wenigstens haben wir eine Liste bekommen. Oft gesagt, was ist das? Ne? Also die legen das alles hin, Kamera drauf. Okay, gut, sogar Erklärung. Ja gut, das hätte man natürlich auch machen können, aber es hätte auch schon gereicht, einfach so alles nicht gerade wie auf dem Boden, im Behind the Scenes, war ja alles auf dem Boden, einfach ein Tisch, wo alles einmal kurz so ordentlich drauf ist, wie ich glaube, Knossi und Sascha hatten das. Also Knossi hatte das in den Flascheninhalt. Ich glaube, der hatte das auch alles auf einem Tisch. Ja, doch, Knossi hatte das damals. Ja, ich bin im Incognito-Tab nicht angemeldet. Auf jeden Fall hatten die das da aufgebreitet, ne? Und dann konnten die das alles einmal sehen. Beziehungsweise ich bin nicht im Incognito, ich bin in diesem einen Browser, weil das, ich kann irgendwie, keine Ahnung, mein Mozilla oder was ist das, was nutze ich immer? Ich nutze immer... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieser andere Browser, wie sobald ich anfange zu streamen, der lädt keine YouTube-Videos. Ich weiß nicht, weshalb. Deshalb gucken wir immer in einem anderen Browser. Microsoft Edge. Keine Ahnung, ich nutze den nie. Und deshalb bin ich da auch nicht angemeldet. Keine Ahnung. Es geht irgendwie seit paar Wochen, kann ich irgendwie nur noch in Edge, sobald ich streame, kann ich nur noch in Edge gucken. Kein Plan, weshalb. Aber I don't care. Deshalb bin ich da auch nicht angemeldet. Auf, du siehst das von oben optisch und dann sagst du, Team Knossi und Sascha, wir haben folgende Sachen mit. Und dann, Schleifstein, Messer, Säge, Angelhaken, ba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 m. Dann siehst du das visuell, du siehst ja, diese Ausrüstung. Das wäre richtig geil. Ohne irgendwie warum, einfach nur aufzählen. Und dann kriegst du, glaube ich, als Zuschauer ein besseres Gefühl dafür, was die mithaben. Ich glaube, so hätte ich es gemacht, weil das kostet nicht allzu. Ja, okay, ja, das stimmt. Aber das Ding ist, wir haben ja alle Flascheninhalte gesehen. Deshalb fand ich das mit der Liste gar nicht mal so schlecht, ne? Aber ich meine, wir haben es halt schon aufgebreitet, alles gesehen. Die Naturensöhne hatten es, glaube ich, auch auf dem Tisch aufgebreitet, wisst ihr? So, deshalb. Ja, ich nutze Microsoft Edge auch nie, nur halt, wenn ich streame, weil es geht halt irgendwie nicht, keine Ahnung. Allzu viel Zeit, das ist super schnell und knackig und du hättest wahrscheinlich von allen Überblick. Ob man das jetzt in der Hauptserie zeigt oder im Behind the Scenes, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, so wie es jetzt hier gezeigt wird, geht natürlich dieses ganze Flaschenthema und wer hat was leider mit, so ein bisschen unter. Ja. Hier, Durchfalltabletten, Scheißerei, wunderbar. Besonders, guck mal, die waren ja teilweise dabei und hatten das ja mitgefilmt, ne? Hatten wir ja gerade eben hier gesehen. Das finde ich echt schade, dass wir halt dann nur die Liste bekommen. Wisst ihr, weil die waren ja dabei. Okay, vielleicht hatten die halt nicht genug Leute und sowas. Die sind immer mal von links nach rechts gejoint und dahin und dahin und dahin, ne? Kann man natürlich auch sagen. Aber trotzdem, ich finde es irgendwie schade, weil das ist ja dieser... Naja, egal, das hatte ich ja schon mal öfters gesagt, aber ja. Ich bin überhaupt froh, dass es eine dritte Staffel gibt. Ganz ehrlich, Real Talk, ich bin richtig froh über diese dritte Staffel. Also, nicht meckern. Ja, du. Mach mal was hier. Okay. Da drauf. Kind Gottes. Soll ich weggehen? Bleib einfach still. Ihr merkt schon an der Dynamik, warum ich da... Bei den beiden, ich finde das so geil.
Das ist so richtig wie Geschwister, oder? Sie ist so die große Schwester und sie ist die kleine Schwester. Sie macht nur wie Äffchen halt, ne? So Unfug und sowas. Und sie, die große Schwester, rettet alles. Deshalb, ich glaube, bei denen, das harmoniert auch genau aus dem Grund so gut. Einfach, weil sie die Respektperson für Äffchen, sie hat sie, glaube ich, so richtig als Respektperson. Weil sie so die große Schwester ist, wisst ihr? Deshalb, ich finde das geil. Das mach. Ja, seht ihr? Ich bin ziemlich sicher, deshalb sind die so. Und tatsächlich glaube ich, dass es bei Jan Schlappen und Joey Kelly ähnlich sein könnte, wenn, ja, Äffchen ist jünger, genau. Aber es könnte auf jeden Fall eventuell auch so ähnlich werden, wenn die halt gut harmonieren. Aber wenn nicht, Katastrophe. Ja, das können wir ganz gut machen, dann so ein bisschen flacher. Bisschen flacher noch. Noto, das ist so Breaking Bad Drogenküche hier, ne? Der Fresco V8 Pro. Hier sind zwei Messern extra angefertigt, die genau in der Größe von der Flasche passen. Besseren Gardner gibt's, glaube ich, fast nicht. Nee, für ihn auf jeden Fall. Überhaupt keinen Plan hat. Ja, seht ihr, genau, und das meine ich. Er sieht ihn wahrscheinlich auch sehr als Respektperson an. Deshalb könnte das eventuell so, okay, bei ihm ist es wahrscheinlich eher so als Papa-Funktion, ne? Also bei den Mädels ist es eher so große Schwestern so oder vielleicht auch Mami, keine Ahnung. Aber ich würde eher große Schwester sagen. Aber hier ist es so richtig so, Papi, okay, alles gut, ich mache da mit, alles cool und sowas, wisst ihr? Deshalb, ich glaube, das könnte eventuell auch gut harmonieren. Dadurch, weil ich habe auch Joeys Reaction gesehen zur ersten Folge. Und, also privat. Und ja, da hatte er ehrlich gesagt nur positiv drüber berichtet. Deshalb, ich glaube, es hat, tatsächlich habe ich auch geguckt, ob er sich irgendwie verplappert oder sowas. Er hatte sich doch damals wegen Freebie verplappert, wisst ihr? So habe ich den geguckt. Hallöchen, was geht? Dankeschön, mir geht's gut. Wie geht's euch? Jan hatte sich auch null vorbereitet, echt? Ja, das halt, er war ja halt Ersatzkandidat. Wie viele Angelhaken, ne, wir dabei haben, das große Feuerzeug. Du weißt nicht. Wir haben sogar Abführtabletten dabei, weil wir Rinder essen wollen und uns davon ernähren wollen. Das kann auch nach hinten losgehen. Geil, ja. Wortwörtlich. Weil alles, was wir jetzt noch frei haben, schütten wir schön mit Gemüsebrühe auf. Hat Jan selbst gesagt, dass er sich null vorbereitet hat? Nein. Oh no. Ja, aber er war ja Ersatzkandidat. Woher willst du wissen, dass du wirklich auf einmal... Ich hätte damit nicht gerechnet, dass er... Irgendwo Ersatz, ich hätte es, muss ich echt sagen. Kommt nicht. Die hatten richtig Glück, nicht, dass sie dieses Jahr einen Ersatzkandidat hatten. Hat die es letztes Jahr auch und davor das so? Das ist eine Sauerei, ey. Also ganz das Schild wird noch mal gerichtet. Besonders, ich frage mich halt, wie bekommen die das raus in der Wildnis? So, wollen die dann den Boden ablecken oder was? Nach Maggi. Die Folie voller Maggi ist von innen. Der ganze Tisch ist voll mit... sogar wasserfest, das heißt, der Rieker noch nicht spürt. Ich kann nicht mehr. Überlegt euch die Gäste danach, also egal wie gut die das reinigen, den Teppich und sowas, das wird doch, das ganze Hotelzimmer riecht doch bestimmt nach Maggi, oder? Oh, das ist ein bisschen doof, aber... Da riecht ja dann alles auch, selbst der Schelter riecht ja dann nach Gemüsebrühe. Alles wird nach Maggi. Oh mein Gott, das ist sehr... Das ist gerade ein sehr krasser Punkt, Leute. Oh mein Gott. Zieht das nicht Bären und sowas an und Tiere? Wartet mal, wir haben die erste Folge gesehen. Ist nicht bei... War Trimax das, der die ganzen kleinen Mini-Insekten essen will? Ich glaube, das war doch Trimax, oder? Auch am Strand? Das ist das Team, oder? Oh mein Gott, Leute, die haben nämlich auch diesen Wildwechsel mit diesen, da waren auch überall diese Spuren von den Hunden, wollte ich gerade sagen, von den Wölfen. Oh, daran habe ich gar nicht dran gedacht, Real Talk, ich habe gar nicht dran gedacht mit diesen, das ist gefährlich, Leute, das ist wirklich gefährlich. Scheiße, Alter. Die große Aussetzung steht bevor. Eine Woche vorher macht sich unsere Technik...
alle Tiere. Ich rieche Gemüsebrühe. Ich glaube, ich koche mir jetzt was mit. Ja, keine Ahnung. Essen ist Essen, oder? Hallo. Du auf die Reise nach Hope Island, dem heiligen Austragungsort. Sehr lange Anreise. Wie lange sind wir unterwegs? Geiler Name, oder? 26 schon? Ja, stark. Nach einer langen Reise beginnt endlich das Abenteuer. Aber wo und wie ist das Basiscamp entstanden? Mitten im Nirgendwo. Wir bauen eine Toilette hier im Wald auf. Haben wir auch wirklich die besten Spots? Der Abbau ist bestimmt schon eklig gewesen. Spots ausgewählt und können die Kandidaten sicher ausgesetzt werden. Zeitfakt, wir haben seit 3 Tagen nicht geduscht. All das in Folge 5 Behind the Scenes. Okay, da bin ich gespannt, weil das sind ja alles Sachen, von denen ich ja quasi, also da habe ich ja gar keine Einblicke, was da wo wie genau passiert ist. So, die Folge heute, das war ja quasi was, wo ich selbst mit dabei war und euch auch noch so ein paar Infos geben konnte. Auf die nächste Folge freue ich mich auf jeden Fall mit diesem Basiscamp, weil davon weiß ich quasi gar nichts. Von da ist es auch alles neu für mich. Nice! Okay, also ich werde mir natürlich die komplette Behind-the-Scenes-Staffel und auch die Hauptstaffel angucken. Mir auf Twitch angucken und dann gibt es das Ganze auf dem Live-Kanal. Und ja, da gibt es sicherlich noch den ein oder anderen Punkt, über den wir uns dann unterhalten können, meine Freunde. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich bin sehr froh, weil ich hatte ja privat nur bis zur Hälfte ungefähr geguckt, plus minus. Und ich bin sehr froh, dass wir dann doch jetzt nochmal gesagt haben, dass wir da hier reingucken. Und zum Glück, worüber ich sehr froh bin, dass er doch nicht so krass gehatet hat, wie ich anfangs gedacht habe. Weil hier, das war irgendwie schon, weil ich war richtig schockiert, als ich das gesehen hatte, also beziehungsweise gehört hatte. Da war ich schon so, what? Ja, deshalb. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir gucken uns natürlich auch alles an. Ich bin ein mega Fangirl. Und ich hoffe, dass es einfach nicht zu viel Tee und zu viel Drama gibt, weil ich finde, es gab schon sehr viel Drama in dieser Staffel. Und ich hoffe einfach, dass es eine 4. Staffel gibt. Wisst ihr, weil wenn es so viel Drama gibt, finde ich es tatsächlich schon sehr traurig, wisst ihr? Und das mindert natürlich die Hoffnung für eine 4. Staffel. Aber mal sehen. Also ich bin auf jeden Fall auf das Video gespannt. Das gucken wir uns heute nicht an, weil es noch nicht 24 Stunden her ist. Das hier, wartet, wie viele Stunden ist es jetzt her? 4 Stunden. Guck mal, das hier können wir uns auch die Tage dann angucken. Das interessiert mich nämlich sehr. Ich würde es am liebsten jetzt direkt angucken. Aber es ist leider erst 4 Stunden draußen. Auf jeden Fall das Problem an unserer Seven vs. Wild Location. Das interessiert mich sehr dolle, denn ich finde die Location von denen unter aller Sau. Also wirklich. Real Talk, ich wäre da nicht mal irgendwie ein paar Minuten geblieben. Du wirst dich schocken zum Thema Location. Habt ihr das Video schon gesehen? Oh. Also gerade das mit Grillanzünder ist halt schon eine harte Nummer. Ja, aber ich finde das wichtig. Deshalb hat mich sehr gefreut, dass ihr das so offen und ehrlich gesagt habt. Ich ja, oh mein Gott, ja, ich bin wirklich schockiert dann. Morgen. Wie viel hat er das hochgeladen? Vor 4 Stunden? Okay, gut. Ja, cool, dann können wir es morgen Mittag sogar schon gucken. Ich freue mich, Leute. Ich sag's euch, ich freue mich so sehr. Ich bin richtig hyped einfach nur. Ich finde allein diese Staffel, wie das jetzt so vom... Ey, ich bin ein richtiges Fangirl, ich sag's euch. So wie das jetzt alles so, die ganze Musik und dieser Hype und sowas... Und ich bin wirklich sehr gespannt, aber ich mache mir sehr so, also ich bin froh, dass Fritz und Madi noch leben so, aber ich bin sehr gespannt, wie die das meistern, denn ich persönlich finde, dass es sehr krass problematisch dieser Spot ist und es ist nicht irgendwie, wisst ihr, dass es nicht, also ich kann Fritz verstehen, dass er so raged, ne, weil dass er hier auch schon, das Video, was wir gerade angeguckt haben, dass er gerade so da drin raged, ne? Weil er stinksauer ist. Überlegt, das ist ja, okay, das ist alles davor gewesen, da war er noch hyped und sowas, deshalb hat er gesagt, also ich wahrscheinlich als Kandidat gesagt, so, ja, okay, Katastrophe, aber, ne? Es wird besser, sobald ich draußen bin. So, jetzt war er draußen und er hat gesehen, was für eine Location die den gegeben haben und es ist einfach nur
eine Katastrophe. Also wirklich, das ist einfach... Wartet, wo sind meine roten Karten? Hier. Diese Location, die bekommen haben, ist einfach rote Karte. Leute, das geht gar nicht. Also ich bin wirklich gespannt, ob die wirklich 14... Bitte nicht spoilern, auch nicht in YouTube. Nirgendwo spoilern, bitte. Spoiler werden sofort gelöscht. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, ob die 14 Tage da draußen schaffen. Denn ganz ehrlich, Leute, also ich habe mir das... Mich hat es richtig belastet, als ich das gesehen habe. Ich war richtig... Ich war richtig besorgt. Also klar, ich weiß, okay, denen geht's gut und sowas. Ich hoffe, die haben keine Schrammen oder sonst irgendwas. Aber stellt euch vor, wisst ihr, weil, ich meine, ich habe gut reden. Ich sitze einfach hier, ne, mit pinkem Licht hier auf so einem Stuhl, chille hier und gucke und denke mir so, geil, das ist Wolfi. Komm, lass mal Wolfi gucken. Oder bei Survival Squad, lass mal Bärchen anglotzen. So, wisst ihr, aber stellt euch vor, ihr seid da draußen, ihr wisst nicht, was passiert. Wisst ihr, ob der Bär gleich auf euch zugerannt kommt? Oder wisst ihr, ob das Wolfsrudel, wir reden hier nicht von einem Wolf, wir reden von einem Wolfsrudel. Stellt euch vor, es stehen auf einmal, keine Ahnung, 5 Wölfe neben euch, 10 Wölfe, 20 Wölfe. Wie viele Wölfe sind denn im Wolfsrudel? Wartet mal, wie war das bei Twilight, bei den Werwölfen? Ich glaube, die waren so 10, oder? Stellt euch vor, es stehen auf einmal 10 Werwölfe neben euch. Egal, ob tagsüber oder nachts. Ihr macht nichts mehr. Und dann noch mit dem Wissen. Fritz, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, gerade wo ich das mit dem Fahrrad hier sehe. Fritz hatte immer so eine Fahrradtour gemacht, ne? Da sind die ja nach Türkei. Und ich hatte mir das privat halt angeguckt. Und da hatten die auch eine Situation. Da waren die, ich glaube in der Türkei, da hatten die nachts die Polizei alarmiert. Und die hatten die doch gesucht. Wisst ihr das noch? Seven Wars Wild ist aktuell wirklich in Kanada? Ja, Seven Wars Wild ist in Kanada. Willst du trollen oder was? Auf jeden Fall, Fritz hatte diese Fahrradtour gemacht und da waren diese Wölfe auch, oder nicht Wölfe, sondern diese großen Hunde. Wisst ihr, diese türkischen großen Hunde? Ich weiß nicht, die haben irgendeinen Begriff. Und das ist ja sehr wolfsähnlich, ne? Und die haben da nicht irgendwie ein Zelt, wo sie... Boah, Alter, das ist... Ja, ich erinnere mich, ne? Das war, wisst ihr noch, überlegt, weil das Ding ist, Fritz und Madin, die sind geskillt, also die haben die Ahnung, die wissen, wie gefährlich das ist. Es ist genau so eine Situation wie Niklas, als ihm der Baum auf den Kopf geflogen ist. Er ist Rettungssanitäter und er weiß ganz genau, was passiert. Er kennt die Folgen, wisst ihr? Es ist nicht so, dass er einfach, also, dass die beiden so reingehen und so la 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 la, diese naive Blondheit, sag ich mal, haben. Und da so reingehen, so, alles wird gut, haha, guck mal, da sind irgendwelche Flecken auf dem Boden. Könnte das ein Tier sein? Nö, bestimmt keine Tierspuren. La 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 la, wisst ihr, wie ich meine? Die sind nicht so, die wissen ganz genau, was passiert. Das sind, die haben das Wissen. Und das ist wirklich krass. Und deshalb, rote Karte an den Spot, ist einfach so. Ich bin sehr gespannt, ob die 14 Tage durchhalten, weil ich hoffe es, aber ich würde da nicht mal 5 Minuten bleiben. Real Talk, ich könnte das nicht. Achso, nee, du bist kein Troll. Du kennst die Serie nicht. Okay, sorry. Sorry, es gibt wirklich Leute, die die Serie nicht kennen. Entschuldigung. Du kennst nur 1-2 Folgen von ganz am Anfang, von der ersten Staffel. Boah, die erste Staffel war aber geil, oder? Ja, war auf jeden Fall eine geile Folge. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und was für ein Tee wir noch erfahren. Leute, holt die Teetassen raus. Vielleicht gucken wir uns nochmal so eine Reaction an. Aber eigentlich gucke ich die Reactions privat. Aber das war tatsächlich, wenn es so Tee gibt und so nochmal so Insights, so finde ich das schon interessant zu sehen.